So, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ist voll ungewohnt, gerade das Video ohne Intro anzufangen. Ja, ich wollte euch mal ein bisschen was von meiner privaten Seite zeigen, die ich irgendwie nicht nur auf YouTube, sondern auch im Real Life irgendwie so gut wie nie zeige. Also, ich weiß nicht, ob das schwer zu glauben ist, aber wer gut mit mir befreundet ist im Real Life, der weiß, dass ich zum größten Teil genauso aufgedreht bin wie auch auf YouTube. Deswegen, wer aus meinem Real Life wirklich so diese ernste, persönliche Seite von mir kennt, ja, Glückwunsch. Ich will euch heute mal so ein bisschen erzählen, was die letzten 1 bis 2 Jahre in meinem Leben abgegangen ist. Ich weiß nicht, ich denke, so persönliche Videos könnten schon sehr interessant sein, vor allem, wenn man sowas so wie ich gleich einmal alle 2 Jahre oder so bringt, oder ich weiß gar nicht, wann hatte ich sowas zuletzt. Einmal letztes Jahr genau und dann noch 2019, wo ich mein Medizinstudium abgebrochen habe und dazu auch ein Video gemacht habe. Bevor wir anfangen, erstmal einen Schluck vom Suchti, immer noch der beste Eistee auf dem Markt. Wir können ja auch mal genau da ansetzen, also an dem Video von 2019, wo ich mein Studium abgebrochen habe. Was ist seitdem passiert? Ja, was habe ich seitdem gemacht? Ich war wieder in Deutschland und ich habe wie behindert YouTube durchgezogen. Ich finde das immer interessant zu sehen, wie andere Menschen das Ganze sehen, weil ihr wisst ja, ich lade ja immer wöchentlich Videos hoch. Heißt einmal die Woche, und wenn Leute das hören, die denken sich direkt so, boah ja, der chillt bestimmt seine Eier. Wer aber selber Videos schneidet, weiß oder kann sich, denke ich, sehr gut vorstellen, mit was für einer Arbeit Videos in meinem Stil verbunden sind. Naja, jedenfalls habe ich dann angefangen, auch viel neben YouTube rumzuprobieren. Ich habe mir nämlich von Anfang an gesagt, ich werde nicht, egal wie gut es läuft, ich werde und ich will nicht von YouTube abhängig sein. Ich will immer irgendwas nebenbei haben, und ob ich das jetzt mit meinem YouTube-Business, sage ich jetzt mal, verbinde oder nicht, spielt nicht mal so eine große Rolle. Ich habe mir einfach nur gesagt, ich will immer auch andere Standbeine haben. Und das werden euch auch die meisten erfolgreichen Leute erzählen. Ja, ich meine, jeder Kollege von mir, der es im Leben geschafft hat, und mit geschafft hat, meine ich wirklich richtig geschafft hat, der hat auf der einen Seite natürlich sein Hauptding, was er am Laufen hat, aber hat trotzdem immer noch so mindestens 1 bis 2 andere Standbeine. Jedenfalls habe ich dann irgendwann Anfang 2020 angefangen, mich mit E-Commerce zu beschäftigen. Für die, denen das nicht sagt, ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber merkt euch einfach so Online-Handel, Online-Shops, so sowas in die Richtung. Und ich will euch jetzt schon mal was mitgeben, ja, und zwar passt auf, jede Sache, jedes neue Business, jeder neue Mensch, den ihr in bestimmten Bereichen in eurem Leben kennenlernt, trägt dazu bei, dass ihr euch weiterentwickelt, mehr lernt und euch die krassesten Chancen offenstehen. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon erwähnt, dass ich aktuell dabei bin, mein eigenes Produkt rauszubringen, beziehungsweise meine eigene Marke, Brand oder was auch immer, und dieses Wissen, was ich letztes Jahr rund um E-Commerce gesammelt habe, das hat mir unglaublich viel weitergeholfen, weil ich vor allem auch alles selbst mache. Was heißt, ich mache alles selbst? Ich habe natürlich so die Leute, die mir helfen, was das Wissen und so angeht, und auch Kollegen, die mir bei anderen bestimmten Sachen helfen, aber ich alleine führe sozusagen das Unternehmen, wenn man das so sagen kann. Ich bin nicht nur für das Marketing des Produkts durch meine Social-Media-Kanäle zuständig, sondern auch für alles andere, und es ist wirklich scheiße viel Arbeit, ja, wir kommen auf jeden Fall später noch dazu. Jedenfalls habe ich die letzten 1-2 Jahre hauptsächlich YouTube durchgezogen, und ich muss wirklich sagen, ich lebe seitdem wirklich ein unglaublich schönes Leben, und das Ganze auch wirklich unabhängig davon, wie es YouTube-technisch läuft. Ich bin aktuell unfassbar glücklich, und das hat nichts damit zu tun, wie es finanziell, reichweitentechnisch oder was auch immer bei mir läuft, ja, obwohl das sogar wirklich gut läuft alles. Bei mir hat sich nämlich die letzten 1 bis 2 Jahre in meiner Einstellung und in meiner Denkweise so unglaublich viel verändert, und darüber will ich euch mal was erzählen. Und zwar, was mir wirklich extrem oft geholfen hat, beziehungsweise eigentlich immer noch sehr hilft, ist ein ganz klares Verständnis davon zu haben, aus welcher Perspektive man das Leben betrachten sollte. Wir brauchen uns nichts vorzumachen, ein großer Teil der Gesellschaft, ein sehr großer Teil der Menschen ist einfach unglücklich. Viele Leute, die ich kenne, viele Leute, die ihr kennt oder vielleicht auch ihr selbst, seid nicht glücklich mit eurem Leben. Der Punkt ist, dass die Gesellschaft uns allen ein ganz klares Bild davon gibt, wie das Leben auszusehen hat. Es gibt ein ganz klares Schema davon, welche Wege man gehen sollte, was man nach der Schule machen sollte, zu welcher Zeit man was machen soll, wann man was erreicht haben soll, und ihr müsst wissen, je mehr ihr euch von diesen gesellschaftlichen Grundsätzen leiten lässt, desto mehr zerstört ihr im Endeffekt eure eigene Individualität. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja, was will mir jetzt hier ein 21-Jähriger vom Leben erzählen? Ja, ich verstehe euch. Ich bin selber natürlich noch sehr jung und ich habe natürlich auch noch sehr viel zu lernen. Aber ich kann euch wirklich versichern, dass ich seit etwas über einem Jahr jetzt vielleicht das schönste und dankbarste Leben lebe, was ein 21-Jähriger in der heutigen Gesellschaft leben kann. Und das Ganze hat folgenden Grund. Boah, ich weiß nicht, vielleicht wird das jetzt sehr deep oder unangenehm. Und zwar sehe ich dieses Leben, was ich hier leben darf, wirklich als ein absolutes Geschenk. Jeden Tag denke ich wirklich mindestens 1 bis 2 Mal daran, was es für ein unglaubliches Wunder ist, dass ich einfach existiere. Und glaub mir, auch du, der mir hier gerade zuhört, ob du jetzt ein Zuschauer von mir bist oder aus meinem Freundeskreis, ein Kollege von mir oder aus meiner Familie oder so, du weißt gar nicht, wie viele Dinge, wie viele Faktoren, wie viele Wahrscheinlichkeiten alle aufeinander zutreffen mussten, sodass es möglich ist, dass du hier gerade sitzt, am Leben bist, mir zuhörst und dieses Video hier guckst. Viele sprechen immer so von Dankbarkeit, aber der Punkt ist, dass es einfach nicht ausreicht, nur das Konzept dahinter zu verstehen. Jedes Kind versteht, wie Dankbarkeit funktioniert, aber nur die wenigsten leben sie wirklich auch.
Es ist also extrem wichtig, aus welcher Perspektive man das Leben betrachtet. Und wenn man das gelernt bzw. verstanden hat, dann kann ab diesem Punkt eigentlich nur noch fast alles gut laufen im Leben. Wenn ihr das geschafft habt und dazu noch eine Sache findet, die euch Spaß macht, auf die ihr eine Karriere aufbauen könnt, dann habt ihr es geschafft. Und das, meine Freunde, das ist meine Definition von Erfolg. Klar, jeder definiert Erfolg für sich anders, aber sagen wir es mal so, sobald ihr eine Sache gefunden habt, die euch Spaß macht, unter der ihr euch eine Zukunft vorstellen könnt, ich rede von einer Sache, für die ihr morgens mit Liebe aufwacht, eine Sache, wo ihr euer Leben reinsteckt, weil ihr sie liebt, dann könnt ihr von mir aus keinen Abschluss haben, finanziell am Arsch sein, für Mindestlohn irgendwo arbeiten, in der billigen Einzimmerwohnung leben und euch gerade so knapp übers Wasser halten. Aber wisst ihr, was ihr dann tut? Ihr fresst diesen Dreck mit Liebe, ihr verschlingt diesen Dreck. Ihr werdet zu 100% von Menschen schief angeguckt, weil eure Lebenseinstellung nicht der von diesen Menschen entspricht, aber ihr werdet euer Leben über alles lieben, weil ihr verdammte Scheiße nochmal genau das macht, was euch erfüllt. Jeder Mensch versucht einem zu sagen, was richtig ist und wie man das Leben zu leben hat. Und damit sind vielleicht auch eure Eltern gemeint. Ja, jeder wird versuchen, euch zu sagen, dass das, was er für richtig hält, das ist, was allgemein richtig ist. Aber die Message hinter diesen ganzen Aussagen ist, dass es kein allgemeines richtig gibt. Bezüglich deiner Zukunft wirst nur du selbst entscheiden, was für dich richtig ist und das wird kein anderer machen. Und glaubt es mir, wenn ich euch sage, dass es kein zu spät in diesem Leben gibt. Ein Kollege von mir, der mit dem Lambo aus meinen Stories, den kennt ihr bestimmt, Elias, der hat immer gesagt, wir leben hier in Deutschland. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir eine Wohnung vom Staat und alles bezahlt bekommen. Guck mal, wir sind so unglaublich jung alle. Wir können jetzt die nächsten 5 Jahre alles in unserem Leben verkacken, alles verlieren und nochmal ganz bei Null sein. Und wisst ihr, was dann passiert? Absolut gar nichts. Wir sind immer noch jung. Wir sind immer noch scheiße jung und wir haben immer noch die Zeit, das Beste daraus zu machen. Das alles, was ich hier gesagt habe, ist gefühlt das absolute Gegenteil von dem, was uns von Grund auf beigebracht wird. Aber glaubt es mir, manchmal ist es viel schwerer, Dinge zu verlernen, als Dinge zu lernen. So, das war jetzt ziemlich viel Deep Talk. Ich weiß nicht, sowas kann ich noch sagen. Das war alles vielleicht sehr unstrukturiert, aber ich wollte einfach mal so meine Gedanken mit euch teilen. Jedenfalls bin ich jetzt, wie schon mehrmals gesagt, seit ein paar Monaten damit beschäftigt, meine eigene Marke zu gründen. Diese Woche kommt ein Kollege vorbei, wir drehen die Werbevideos und wir machen die Bilder mit den Models für die Instagram-Seite. Ist aktuell sehr stressig alles. Ich muss mich noch um ein, zwei Designs kümmern, aber ich freue mich trotzdem. Ich kann euch leider nur so viel sagen, dass die Leute, die sich dafür interessieren, zu 100% nicht enttäuscht werden. Was soll ich sagen? Ich würde es cool finden, wenn ihr das Ganze supporten werdet, wenn es soweit ist, so in 2-3 Monaten. Falls nicht, ist auch nicht schlimm, ja? Also falls es nicht euer Geschmack ist oder was auch immer, das ist auch absolut in Ordnung. Klar, ihr feiert ja meinen Content und so, sonst wärt ihr ja, denke ich, gerade jetzt nicht hier. Aber ihr seid mir ja nicht schuldig. Also macht's einfach, wenn ihr Bock habt und wenn nicht, dann passt es auch. Ohne Spaß, das kommt wirklich jetzt so aus dem Herzen. Ich weiß nicht, wie soll ich sag's mal so, wir sind zwar nicht so die größte Community, aber durch euch wurden und werden mir immer noch so viele Sachen ermöglicht. Und ich gebe mir auch wirklich voll viel Mühe, was das YouTube-Ding angeht. Ja, also ich mache mir so voll oft Gedanken, ja, hoffentlich mache ich alles richtig. Hoffentlich wirklich nicht so arrogant oder so auf die Zuschauer. Ich bin ja selber so Zuschauer, ne? So wie ihr. Ich habe ja auch meine Lieblings-YouTuber, die ich gucke. Deswegen, wenn euch mal irgendwas nicht passt, wenn ihr mir mal nicht zustimmt, wenn ich mal irgendwas mache, was ihr nicht cool findet oder so, dann schreibt das auch und weist mich auch darauf hin. Ja, vielleicht merke ich das ja auch manchmal selber nicht, ne? Dafür habe ich ja euch dann. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, damit wir alle auch auf einer Augenhöhe sind. Oh, ich habe so das Gefühl, dass persönliche Videos keinen von euch jucken, aber okay, falls doch, würde es mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren zeigen, wer sich das Ganze wirklich bis hierhin angeguckt hat. Ihr kennt mich, ich lese jeden Kommentar. Ich sitze wirklich manchmal so eine halbe Stunde da und lese mir einfach so Kommentare durch. Boah, Digga, meine Augen fallen die ganze Zeit zu seit Anfang des Videos schon. Ja, passt auf euch auf. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video.